So, und damit hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K18, den Karrieremodus. Wir sind in der dritten Woche im November 2018 und es geht weiter. Uns hat ja letzte Woche in unserem ersten Match, wir wollten endlich mal zeigen, was wir so drauf haben, kam Bobby Roode und hat uns unterbrochen und hat uns hinterrücks angegriffen. Wir sprechen zuerst mal mit Eric Young. Schau, du bist der Neue. Niemand erwartet, dass du gegen Bobby Roode gewinnst. Sorg einfach bis zum Match für gute Einschaltquoten. Ja, ich erwarte schon, dass ich gewinne. Das wäre ja krass. Aber es wäre, glaube ich, auch nicht gegen so einen Topmann schlimm zu verlieren. Aber natürlich ist mein Ziel zu gewinnen. Ne? So, wir haben jetzt hier, dahinter müssen wir. Wir gehen natürlich zuerst mal in die Richtung. Mit der Hoffnung natürlich, dass wir irgendwo Bobby Roode vielleicht sogar finden. Weil ich habe doch immer noch... Achso, können wir eigentlich... Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert, wenn ich Pause drücke. Kann ich denn T-Shirt-Verkäufe? Kein Bonus. Deine Verkäufe an T-Shirts sind richtig mies. Du solltest dein persönliches T-Shirt wechseln und mehr. Ja. Rivale ohne Verbündete, ohne Champions. Bobby Roode, ja... Champions kann man ja kommen. Du hast hierauf keinen Zugriff, während du bei NXT bist. Okay, Fortschritt. Stufe 1. Ja. Hiermit kannst du noch beliebige Matches anderer Superstars eingraben, wenn du gerade der Geschichte abläuft. 2. Du kannst nun Backstage einen anderen... Achso, welche... Wir sind jetzt Stufe 3, oder was? Wenn gerade keine Geschichte läuft. Hier, da hältst du Boni im Ring. Wer läuft denn jetzt gerade? Warte mal, was stand da? Noch 38 Einfluss. Achso, wir sind jetzt in der Stufe 1 oder was? Ich habe keine Ahnung. Ziel NXU, sprich mit Baron Blade beim Produktionsbereich. Kante und Untermenü. Attribute. Ah. Okay, wir haben keine Attribute. Fähigkeiten. Wir könnten jetzt was dazu machen. Talente könnten wir auch dazu hauen. Zweiter Finisher. Wir haben aber keinen zweiten Finisher. Zurzeit noch. Also mich würde jetzt hier die Sachen würden mich definitiv interessieren, weil Eingriff im Eckenangriff im Lauf. Ramme den Gegner mit einer Powerbomb oder Schulterangriff. Ich finde, die sollten wir vielleicht Turnbuckle Rauswurf. Wirft den Gegner aus dem Ring. Das hauen wir mal mit dazu. Durch den Tisch. Halte R1, den Gegner an der Ecke, Fähigkeit, ein Finisher mindestens 50% der Ausdauer. Einfache Aktionen, ich glaube, den zweiten Finisher, sagen wir den, wir haben ja noch nicht mal einen angesetzt. Da machen wir Tischfinisher, hau ich mal noch dazu und Royal Rumble Finisher, den hau ich mal noch dazu. Weil sie gerade billiger sind, weil sie gerade billig sind. Keine Ahnung, einfach nur, weil ich es habe, Eckenangriff im Lauf. Nein. Wollen jetzt mal die Sachen noch dazu. Das haben wir jetzt uns, glaube ich, mal verdient nach nichts. Video. Ja, ist alles noch gut, glaube ich. Aber Video könnten wir mal. Hat es denn jetzt schon. Wir haben ja noch nichts. Wir müssen erstmal ein bisschen was machen, um dass wir da irgendwas zusammenbasteln können. Gut, dann gehen wir mal zu Baron. Ach nee. Wir müssen erstmal dahinter laufen. Wir waren ja noch am. Hier können wir die Kleidung wechseln. Ja, noch lohnt sich das alles nicht, hier irgendwelche Kleidungsstile zu machen. Wir müssen ja erstmal kämpfen. Oh, hi. Boah, wie guckst du denn? In diesem Business gab es schon viele Legenden, von denen wir lernen können und denen wir nacheifern können. Als Kind habe ich Andrew the Giant geliebt, aber da ich nicht so groß geworden bin, war es besser, mich auf mich selbst zu besinnen. Okay, aber gegen die Frauen bin ich ganz schön groß. Muss ich sagen. Nein, ich will keine Fotos machen. Pack dir vor, nein, danke. Vielleicht ein andermal. Alles klar, tschüss. Ich wollte den ansprechen. Nimm die Zeit,
Nimm dir letzte Woche nicht zu Herzen. Konzentriere dich diese Woche drauf, das Publikum auf deine Seite zu bringen. Ja, wenn dieser Vogel mich lässt, sehr gerne. Aber Bobby Roode wird noch, ich gucke jetzt auf jeden Fall als erstes an eine Matchcard. Dann gucke ich mal, ob der ein Match hat. Dass ich da vielleicht irgendwo eingreifen, angreifen, umgreifen, über... Ach, guck mal, Rivano. Er ist schon wieder, na klar. Hey! Keine Ahnung, wie du nach letzter Woche mit weitermachen sollst. Wood hat da draußen wirklich stark ausgesehen. Ja, Rivano, du bist wieder so... Ne? Ist so klar. Das ist echt... Du kannst nicht einfach mal sagen... Hey, schaffst du schon? Nee, die anderen sind immer besser als ich. Weißt du, Rivano, du bist ein Schmuck. So, das muss ich mal gesagt haben. So, die gucken hier alle das Handy, was ist denn hier los? Ey, yo, hey, gut, dass ich dich erwische. Einfach kühlen Kopf bewahren. Die Leute werden jetzt reden. Geh einfach da raus und tu, was du am besten kannst. Bobby Roode aufspüren. Dieser Typ ist aber auch nirgendwo, ne? Reden. Hast du Baron Blade gesehen? Keine Ahnung, wo er sich hin verzogen hat. Ach komm, du kannst ja nicht immer dasselbe sagen. Du warst doch mein Mentor. Also zumindest mein Trainer. Bobby Roode, nein. Ich würde diesen Typen gerne jetzt mal auf die Fresse hauen, aber nein. Oder was haben wir denn hier von der Matchcard? So, was haben wir denn hier? Kein Bobby Roode. Und ich bin auch nirgendwo mit zu sehen. Warum? Hey du, grün Schlips. Nun denn, bist du motiviert? Wir haben die Woche von NXT, die Woche vor NXT Takeover. Du bist sicher aufgeregt. Das ist deine letzte Chance, das WWE-Universum für dich zu gewinnen. Verschwende deine Zeit im Fernsehen nicht, okay? Was auch immer du tust, es muss ein Knaller werden. Mache ich. Gut, dann mal los. Das ist irgendwie so unsympathisch, der Kerl. Sag mal, ja. Promo. Eingreifen. Ich glaube, ich beweise mein Können. Guck mal, hier könnte ich gegen diesen Roderick Strong antreten. Ich könnte noch eine Promo machen, was irgendwie so ein bisschen schwachsinnig wäre. Ich könnte höchstens sagen, hier Bobby Roode, bla 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 bla. Aber ich könnte natürlich auch Bobby Roode angreifen. Könnte ihm das heimzahlen, dass so eine richtig geile Fehde wird und könnte dann mein ganzes komplettes Arsenal beim Pay-Per-View ansetzen. Wenn ich denn gegen ihn antreten dürfte. Aber ich würde sagen, das machen wir. Gewinne diesen Eingriff vor dem Match. Wir werden Bobby Roode jetzt erstmal den Arsch versohlen. Weil dieser Drecksack, dieser miese kleine Drecksack. Den werden wir so kaputt schlagen. Also ich hoffe es. Kann natürlich auch passieren, dass wir richtig eine auf die Fresse bekommen. Weil wir sind ja noch am Anfang. Aber die sagen alle, wir sind gut. Haben sie gesagt. Thanks for spending your time with us, folks. Coming to you live from Orlando, where the attractions are many, but the only one that matters. Aber wir holen uns ihn jetzt weg. Und dann zeigen wir mal den Leuten beim Pay-Per-View, was wir so drauf haben. Auch gut. Auch gut. Dann sehen die mich zum ersten Mal beim Pay-Per-View und sind gespannt, was ich für einer bin. Vielleicht auch eine gute Wahl. Hä? Bobby Roode vs. Onkel, das ist ja wohl komisch. Naja, auf jeden Fall zeigen wir jetzt schon mal, dass wir es nicht mit uns machen lassen. Dass jeder, der hier uns angreift, mit richtig harten Bandagen bekämpft wird. Ne?
Dann darf ich eingreifen. NXT Champion. Die Musik ist schon irgendwie cool von dem, muss ich sagen. Geht rein. Und wir lassen die noch ein bisschen laufen. Und da ist er. Und bam. So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus und nicht anders. Wir werden uns dann im Ring sehen, mein Freund. Und jetzt hau ich dir erstmal so die Fresse ein. Komm mal her. Und den Titel, den kannst du dir nämlich mal in deine scheiß Fresse schmieren. Jetzt bin ich ein Problem für dich, mein Freund. Jetzt bin ich ein Problem für dich. Ich hätte aber wenigstens mal einen Finisher ansetzen können, ne? Aber naja. Auf jeden Fall wird Bobby Roode jetzt ein bisschen böse auf uns sehen. Das möchte ich mal. Ich könnte jetzt natürlich zu diesem Titelfight kommen. Das wäre natürlich richtig geil. Und dann noch vielleicht so No Holds Barred oder ein Extreme Rules Match. Doch, wäre schon interessant. Glorious. Deine Mutter ist so glorious. Ja, klatsch, klatsch, klatsch. Ja, also genau so muss das sein. Das war eine Botschaft, die der Champ wohl laut und deutlich gehört hat. Ja, natürlich. Ich möchte, dass er weiß, dass ich ihn mir holen komme. Er soll nicht der Champ sein. Ich denke nur an die Fans. Das soll auch kein großes Geheimnis sein. Ich komme ihn mir holen und ich möchte, dass er das weiß. Also wenn er es vorher nicht wusste, dann jetzt. Also an deiner Stelle wäre ich jetzt auf der Hut. Du hast jetzt seine Aufmerksamkeit. Also sei vorsichtig. Manchmal schlägt der Blitz zweimal an derselben Stelle ein. Das kann jetzt natürlich sein, dass er mich backstage angreift, ne? Kann das passieren? Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, dass er mich beim Quatschen stört. Also hier darf ich sowieso nicht hin. Was sagt er dann so zu mir? Hey! Okay, jetzt verstehe ich, warum die Bosse hinter dir stehen. Du bist kein normaler Grünschnabel, so viel steht fest. Well, Baby, ich komme, um mir alle zu holen. Seid nicht frech zu mir und ich bin nett zu euch. Ich glaube, ich werde dann irgendwann mal so ein Hardcore-Outfit tragen, so ein bisschen härteren. Ich glaube, ich werde hier... Oh, Triple H, da ist Triple H, Freunde, da ist Triple H. Aber mit euch möchte ich nichts zu tun haben, mit der Authority. Hallo, Triple. Gut, dieses eine Mal tue ich es, aber verrate es niemanden. I got two words for ya. Suck it. Aber warum macht dann das Dings nicht dazu? Schade, das wäre jetzt noch cool gewesen, hätte er das jetzt noch dazu gemacht. Danke. Geil. Er hat's getan. Triple H. Hat für mich, du nervst, gesagt. Das ist so nett. Irgendwie überhaupt nicht, aber das ist so nett. Ja, es kann natürlich sein, jetzt Bobby Roode, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß ja nicht, wie man sich dagegen wehren kann. Hier rein ist Bobby Roode hier noch irgendwo. Ich will ihn nochmal. Was sagst du dazu? Ich muss mich gerade um andere Dinge... Oh, du langweiliger Arsch, ey. Du bist überhaupt nicht für deine Schützlinge da, oder?
Warum stehst du überhaupt da hinten rum, wenn du die ganze Zeit sagst, Mimimi, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben? Warte mal, was sagst du? Hey, ich will da rein. So, was sagt denn jetzt Rivano, hä? Was sagt denn jetzt Rivano? Hier, noch am Fressen, hier, seit 3 Stunden am Fressen, du fette Sau. So. Na? Hey! Gefällt mir, was du da draußen machst. Ich glaube, dass du Root ganz schön einheizen wirst. Ich will mit dir jetzt Tag-Team. Das wäre geil, wenn man das irgendwie noch im Koop-Tag-Team zocken könnte. Dass man so nebenbei so eine kleine Karriere aufbauen kann, Tag-Team mit seinen Freunden. Liebe 2K, macht mal sowas. Dann wird das nächste Mal ein Heidenspaß. So, wir haben hier E.T. Hey Anfänger, nimm einen Rat von mir an. Ich werde mich auch kurz und knapp halten, dafür aber ehrlich sein. Halt dich mal zurück und überlass das Rampenlicht den echten Superstars. Mir. Nö. Also wenn ich das Match gewonnen habe gegen Bobby Roode, falls ich es gewinnen sollte, dann ist es höchste Zeit, meinen Kleidungsstil ein bisschen anzupassen. Denn dann sage ich ja was aus. Und dann kann ich ein dickes, fettes O vorne drauf machen und vielleicht andere Kleidung machen. Ja, mal gucken. Wir gucken mal, was man noch so machen kann. Hey, Icam, reife Leistung heute Abend, Kleiner. Weiter so. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Aber wir haben heute auf jeden Fall schon mehr geleistet als die ganzen Tage zuvor. Wir haben schon mal zugeschlagen. Yay. So, ja, du komischer Albert, du kannst eigentlich hier hinten verschwinden, weil du redest sowieso nicht mehr mit mir. Bin ein bisschen beleidigt mit dem Typen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, hier. Ich will bestimmt wieder wissen, wo Vince ist. Hast du Vince gesehen? Ich frage mich gerade, ob jemand anders noch aus meiner Liste dieses Spiel hat. Jo! Ja, ich möchte bitte nach Hause fahren. Willst du schon gehen? Ja, ich bin für heute fertig. Gib mir mein Auto. Aber okay. Mich hat Bobby Roode in Ruhe gelassen. Es hätte ja noch sein können, dass er nochmal angreift. Aber das hat er nicht. Das hat er nicht. So! Ja, war auf jeden Fall mal cool. Mal was anderes. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir heute wieder den Part beenden, weil wir haben ja diesen Tag wieder beendet. Aber wir müssen erstmal natürlich die Ladezeit abwarten, ob nicht irgendwie eine Zwischensequenz oder irgendwie sowas kommt. Und das wäre ja dann doof, ne? Das wäre ja dann richtig doof. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall in der Pay-Per-View-Woche, beziehungsweise sind wir jetzt schon dann, ist das jetzt schon NXT Takeover? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden es dann im nächsten Part herausfinden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis denn und tschüss.